Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wir alle kennen diese Filme, wo man sich beim Anschauen alle paar Minuten denken muss, was zum Ficken ist das eigentlich? Aber es gibt Filme, die haben auch den großen Vorteil, dass man zu diesem Gedanken kommen kann, ohne den Film überhaupt gestartet haben zu müssen. Und das bringt mich eigentlich ohne weitere Umschweife direkt zu einem Film namens Dr. Goldfoot und seine Bikini-Maschine. Was? Ein Filmtitel, über den ich wirklich gerne alles wissen möchte. Beispielsweise, warum in der OFDB als Alternativtitel von diesem Film Dr. Goldfuß eingetragen ist und quasi irgendeine Aufführung von diesem Film uns das Vorhandensein einer Bikini-Maschine vorenthalten wollte. Da verstehe ich eher noch den anderen abgekürzten Titel namens Dr. G and the Bikini Machine. Da hat die Maschine offensichtlich ihren G-Punkt gefunden. Wobei ich gerade nach der Erfindung einer Bikini-Maschine tatsächlich verstehen kann, warum man sich nur mehr abkürzt. Wobei, wie gesagt, Dr. G. in dem Fall absolut perfekt ist als Abkürzung. Ist übrigens eine nette Frage, die ich damals noch gelernt habe bei zur Genial Danebenzeit. Was war das Erste, das der Erfinder des Kondomautomaten für seine Erfindung bekommen hat? Richtige Antwort, eine Ohrfeige seiner Mutter. Das wäre ungefähr, glaube ich, auch das, worauf ich mich einstellen könnte, müsste ich eine oder hätte ich eine Bikini-Maschine erfunden. Vor allem frage ich mich jetzt noch nach wie vor, ob es sich dabei nicht einfach nur um eine Massenproduktionswaffe für Damenbadebekleidung handelt oder was auch immer das sein soll, beziehungsweise was er eigentlich gerade in dieser Bikini-Maschinenfabrik sieht. Vor allem, wo werden eigentlich Bikini-Maschinen hergestellt? Machen die dann Bikini-Maschinen? Das sind alles diese wichtigen Fragen, denen wir uns offensichtlich manchmal beim Film schauen stellen müssen. Was ich aber noch wilder finde, ist, dass in diesem Film kein geringerer als Vincent Price die Hauptrolle spielt und dass dieser Film überrascht Weise relativ lang in den Archiven von MGM schlummern musste. Der Film kam zwar über Pallas damals in den 60er Jahren in die deutschen Kinos, wurde über VCL auf Video veröffentlicht, aber sein DVD-Debüt feierte er erst im Jahr 2020, als er eben von Hansesound ausgegraben wurde. Und ich glaube, ich spreche dafür alle Filmfans auf der ganzen Welt, die jemals gelebt haben. Danke, ganz ehrlich, danke Hansesound für diese Entdeckung. Super Sexbots, Built to Kill. Das klingt am ehesten noch nach den Rapist Robots aus dem Planeten Porno. Aber ganz ehrlich, was zum Teufel ist das? Ich meine, dieses Cover Artwork muss man natürlich schon auch dazu sagen, zählt mit zu dem hässlichsten, das ich jemals gesehen habe. Da wünsche ich mir am ehesten noch, dass es eine Bikini-Maschine gibt, die Bikinis in einer Kleinstgröße produziert, damit ich sie quasi als Augenklappen verwenden kann. Aber das ist nun mal halt eines der alten amerikanischen Artworks für den Film, das MGM auch für die alte DVD aus der Midnight Movies Reihe verwendet hat. Aber ist auf jeden Fall ein absolut kurioses Stückchen Film, beziehungsweise eben eines, wo wir jetzt dann einmal einen kurzen Blick auf das Backcover werfen können mit der Inhaltsangabe, mit ein paar Bildern aus dem Film, einem fetten Cast and Crew Blog. Wie gesagt, ein Wunder eigentlich, dass sich da nicht noch mehr Leute abgekürzt haben, aber produziert offensichtlich einfach von Samuel Arkoff und AIP. Und wir werfen einen Blick ins Innere. Vielleicht können wir ja da noch ein bisschen mehr über die Bikini-Maschinen erfahren oder warum Vincent Price hier ein kleines bisschen aussieht wie John Rhys-Davies, der sich offensichtlich gerade eine Bikini-Maschine bestellt hat und dem es ganz wichtig ist, auf dem Foto beide Hände darzustellen, damit niemand auf falsche Gedanken kommt. Dabei bekommen wir übrigens hier auf dem Frontcover vom Booklet ein weiteres altes klassisches Plakatmotiv zu diesem Film, das ein kleines bisschen Visual Overload ist, beziehungsweise uns hier rechts zeigt: This is a Bikini Machine.
Okay, das hatte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Der böse Dr. Goldfoot mit einem Kussbutton, einem Killbutton und natürlich einem Mysterybutton. Das klingt eigentlich nach dem idealen Fernsehprogramm für den 8. März. Da sehen wir übrigens ganz offensichtlich einen relativ zufriedenen zufriedene Bikini-Maschine. Was zum Teufel ist das? Bitte. Ich halt's echt nicht mehr aus. Man muss glauben. Das ist eine Reaktion, ist ja. Also, man muss nicht dazu sagen, dass dieser Film schon fast 60 Jahre alt ist und wahrscheinlich weder ein Film mit dieser Prämisse noch mit diesem Titel heutzutage jemals veröffentlicht werden könnte. Aber glücklicherweise gibt es halt noch die Möglichkeit, alte Filme zu schauen und einen derartigen Wahnsinn zu erleben. Vincent Price ist Dr. Goldfoot, der eine Bikini-Maschine erfindet. Was zum Teufel? Also ganz, ganz ehrlich, ich würde wirklich gerne wissen, was die Macher von einem solchen Film an Rauchwaren am Set permanent zugegen haben mussten, um auf eine solche Idee ansatzweise zu kommen. Das ist absolut unpackbar. Und ich freue mich einfach nur, dass ich diese sicherlich geballte Ladung Schwachsinn in meiner Sammlung habe und bald herausfinden kann, wer oder was Dr. Goldfoot ist und wer oder was eine Bikini-Maschine ist. Absolut herrlich.